Muss ich meine Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich begründen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de, die lautet sinngemäß: Ich möchte mein Arbeitsverhältnis kündigen, ich beziehe demnächst eine gesetzliche Rente. Muss ich meinem Arbeitgeber das mitteilen, dass ich eine gesetzliche Rente beziehe? Meine Damen und Herren, es gibt im deutschen Arbeitsrecht, im bürgerlichen Gesetzbuch oder mir nicht bekannten oder mir bekannten Tarifregelungen, zum Beispiel Tarifvertrag, TVL, TVÖED und wie sie alle heißen, keine Regelung, also zumindest mir nicht bekannt, keine Regelung, die einen Begründungszwang für eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer vorsieht. Das heißt also, Sie müssen hier überhaupt nichts begründen. Sie schreiben einfach nur in die Kündigung rein: Hiermit kündige ich das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist zum Termin XY, hilfsweise nächstmöglichen Termin. Meine Damen und Herren, selbst wenn Sie dem Arbeitgeber hier was reinschreiben, dann ist dieser dazu verpflichtet, diese Daten, die er dann von Ihnen erhält, das sind personenbezogene Daten. Also die Begründung der Kündigung selbst wäre eine personenbezogene Datenangabe durch Sie, die darf der nicht weitergeben. Ja, das heißt also, wenn Sie eine Begründung finden wollen, das können Sie freiwillig tun, das müssen Sie aber nicht, es gibt keinen gesetzlichen Zwang, dann bitte, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, diese Daten geheim zu halten. Es gibt also einen Geheimhaltungsschutz. Wenn Sie dann mitbekommen, dass hier irgendein Mitarbeiter von Ihnen dann weiß, dass Sie gekündigt haben und Ihnen entsteht daraus ein Nachteil, dass er also weiß, dass Sie die Gründe kennen, dass er die Gründe kennt, warum Sie gekündigt haben, dann können Sie ihn im Zweifel, wenn Ihnen daraus ein Schaden entsteht, können Sie Ihren Arbeitgeber im Zweifel schadensersatzpflichtig machen. Aber so weit muss es ja nicht kommen, weil es reicht ja aus, wenn Sie Ihre Kündigung einfach nur schreiben, einfach nur mitteilen: Hiermit kündige ich, Unterschrift, Datum, Feierabend und das war's. Bitte die Kündigung dann dem Arbeitgeber auch nachweislich noch zustellen. Kündigung muss schriftlich erfolgen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.